Und jetzt starten wir hier ins Programm bei uns im Studio rein und kümmern uns mal darum, wir widmen uns der Frage, was Qualitätsmanagement für die Entwicklung einer gesundheitsfördernden Schulverpflegung und auch einer nachhaltigen Schulverpflegung bedeutet. Dafür haben wir zwei spannende Referenten gleich zu Gast aus Lüneburg. Ich darf schon mal ganz kurz ein paar Worte zu Ihnen sagen, und zwar von der Vernetzungsstelle Schulverpflegung Niedersachsen kommen Sie. Da lernen wir die Leiterin kennen, das ist die Diana Reif, und die Inform-Projekt Mitarbeiterin Antje Jonas. Der Vortrag, der jetzt folgt, der wird sehr filmlastig. Wir haben da einige Filmsequenzen am Start. Die geben so einen Einblick in eine Online-Lehreinheit für Schülerinnen und Schüler. Das ist ein Projektergebnis aus dem letzten Jahr. Und zur Einstimmung haben wir da jetzt schon mal den ersten Film. Ach, schon wieder so viel übrig gelassen. Geht euch das auch manchmal so, dass ihr in der Schulmensa was überlasst? Ja, scheint so zu sein, dass es nicht nur mir so geht. Und da kommt ja echt eine ganze Menge zusammen. Das kann doch nicht sein, dass sich da noch nie jemand mit auseinandergesetzt hat. Ich guck das jetzt mal nach. Mhm. Vernetzungsstelle Schulverpflegung. Friederike von der Lanken. Die rufe ich jetzt mal an. Ja, und wie das da so weitergeht, das erleben wir dann noch im Laufe dieses Vortrages. Und jetzt sind hier auf jeden Fall zwei Damen, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Ich darf jetzt persönlich begrüßen Diana Reif und Antje Jonas. Hallo, schön, dass Sie mit dabei sind. Hallo. Einmal guten Tag in die Runde. Ja, das ist, dieses Hallo ist echt sehr wertvoll, weil dann wissen wir, wir können uns gegenseitig hören und können hier durchstarten. Frau Reif, Leiterin Vernetzungsstelle Schulverpflegung Niedersachsen, geben Sie uns doch mal noch so ein paar Hintergründe. Wie war Ihr Weg dorthin? Was haben Sie so grob schon getan in diesem Bereich, um dort jetzt aktiv zu sein? Oh ja, da muss ich ja weit zurück ausholen. Ich komme ursprünglich von meiner Grundausbildung aus der Gastronomie tatsächlich. Das heißt, ich kenne auch den praktischen Umgang mit der Außerhausverpflegung und bin dann irgendwann vor nämlich 9 Jahren bei der Vernetzungsstelle Schulverpflegung gelandet. Weil der Grund ist tatsächlich der, dass ich gesehen habe, dass sich da in der Gemeinschaftsverpflegung, in der Außerhausverpflegung dringend etwas ändern muss, damit wir alle bei zunehmender Außerhausverpflegung die Möglichkeit haben, uns auch gesund zu ernähren. Und das versuche ich jetzt seit 9 Jahren in der Vernetzungsstelle Schulverpflegung in dem wichtigen Setting der Schule mit anzuschieben und umzusetzen. Das erzählt uns die Diplom-Ökotrophologin Diana Reif. Vielen Dank fürs mit dabei sein. Und ja, Frau Jonas, auch da gehen wir mal gerne kurz den Weg mit zur heutigen Aufgabe. Ja, ich bin auch Ökotrophologin und arbeite jetzt seit knapp 2 Jahren in der Vernetzungsstelle in verschiedenen Inform-Projekten, habe aber auch einen längeren beruflichen Werdegang im Bereich der Kommunikation, was uns auch in dem aktuellen Inform-Projekt zugutekommt. Dazu kommen wir dann später. Ja, vielen Dank für dieses Eingrooven. Und wir haben ja einen sehr lebendigen Vortrag jetzt vor uns. Da wird es immer den Wechsel zwischen Ihnen beiden geben. Wir haben Filmsequenzen mit dabei. Wir laden auch dazu ein, in die Interaktion zu gehen. Da wird Slido auch wieder eine große Rolle spielen. Also mit Fragen, die Sie stellen, um mal so ein Meinungsbild, so einen Eindruck zu gewinnen, wie da unser Publikum eingestellt ist, wie es unterwegs ist. Da kann ich ja schon mal sagen, aus Moderatorenperspektive, da dann immer drauf achten, in dem Moment, wo eine Frage angekündigt wird, bitte von Vollbild, falls Sie im Vollbild schauen, dann auf die kleine Ansicht wechseln, und dann ist ja direkt rechts neben dem Livestream die Slido-Maske zu sehen, und da wird dann in der Umfrage dann ja die Frage reingestellt und Sie haben die Möglichkeit, uns die Antwort mitzuteilen, und dann können wir mit diesen Antworten auch weiterarbeiten. Das schon mal zur Einleitung, und damit kommen wir zum ersten Part des Vortrages. Diana Reif legt los und gleich treffen wir uns dann nochmal wieder. Freue ich mich drauf.
Ja, Sie haben ja eben den kleinen Einspieler gesehen und gehört, sich zu wenden an die Vernetzungsstelle Schulverpflegung. Wer ist das aber eigentlich und was macht die Vernetzungsstelle? Ich weiß nicht, einige von Ihnen werden uns vielleicht kennen. Uns gibt es ja in allen Bundesländern. Die Vernetzungsstelle Schulverpflegung ist im Rahmen des Inform-Projektes durch Bundesmittel 2009 initiiert worden und in allen Bundesländern installiert worden. Und seitdem nach und nach zunehmend mehr ausschließlich von den Ländern gefördert. In Niedersachsen werden wir seit 2017 ausschließlich durch Landesmittel des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz gefördert, stehen in Trägerschaft der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und haben eine Kooperation mit den regionalen Landesämtern für Schule und Bildung. Wir stehen hier auch stellvertretend für alle Vernetzungsstellen, für die bundesweiten Vernetzungsstellen. Sicherlich werden nicht alle Zuschauer, Zuhörer hier heute aus Niedersachsen kommen und sie haben die Möglichkeit, sich auch an ihre Vernetzungsstellen in ihrem Bundesland zu wenden. Wer sind wir aber? Das sind wir hier in Niedersachsen. Ich, meine Kolleginnen an den Standorten Braunschweig, Osnabrück und Lüneburg und meine Kollegin Antje Jonas, die heute mit mir dabei ist, die für das Inform geförderte Projekt Schul-AG Klimagesunde Mensa dabei ist und Ihnen auch später noch etwas mehr dazu erzählen wird. Wir werden Sie heute in den 60 bis 80 Minuten jetzt durch diesen Vortrag führen. Und das Besondere hier in Niedersachsen ist eben, dass wir eine Kooperation mit den regionalen Landesämtern für Schule und Bildung haben und deswegen dort auch an den Standorten sitzen und deswegen auch einen relativ direkten Draht in die Schulbehörde haben. Die Ziele der Vernetzungsstellen sind erstmal so übergeordnet auch in allen Bundesländern gleich bis ähnlich. Das heißt, es geht darum, eine nachhaltige Verbesserung der Verpflegungssituation für alle SchülerInnen an den Schulen eben umzusetzen. Inkludiert sind dabei natürlich auch immer die Lehrkräfte. Wenn die denn in der Mensa essen möchten, wäre es ja auch wichtig, dass sie auch eine Möglichkeit haben, sich gut zu verpflegen. Und es geht natürlich darum, den DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Schulen zu installieren. Vielleicht haben einige von Ihnen da auch im Rahmen dieses Kongresses schon den einen oder anderen Vortrag zugehört. Wir werden ja auch über den Standard heute berichten, vornehmlich zu dem Thema Nachhaltigkeit. Und es geht aber natürlich auch immer darum, die Akzeptanz der Schulverpflegung bei den Mensagästen, also bei den SchülerInnen, auch zu steigern. Es geht ja nicht darum, nur ein gutes Angebot zu haben, sondern das muss und soll von den Gästen auch angenommen werden. Wir sind die Ansprechpartnerin im Land Niedersachsen um die Schulverpflegung für alle Akteurinnen und Akteure in dem Bereich sozusagen zu unterstützen und wenden uns an Schulen, an die Schulträger, an die Verpflegungsanbieter mit unserem Angebot. Und das machen wir durch verschiedenste Veranstaltungen. Sicherlich haben einige von Ihnen auch schon einmal daran teilgenommen, aber viele Akteure in Niedersachsen auf jeden Fall kennen unsere Beratungs- und Fortbildungsangebote und auch unsere regionalen Treffen, die wir derzeit alle online umsetzen und aber auch unseren Internetauftritt sowie unseren Newsletter, den wir immer verschicken, der immer aktuelle Neuigkeiten rund um die Schulverpflegung beinhaltet, Veranstaltungsankündigungen, aber auch bundesweite Veranstaltungsankündigungen zum Thema Schulverpflegung. Und natürlich sind wir auch immer wieder als Referenten auf Veranstaltungen oder eben auch auf Messekongressen wie heute zum Beispiel aktiv. Das ist jetzt was ganz Besonderes, dass das in so einer Live-Veranstaltung online stattfindet. Das ist auch für uns ganz spannend. Und wir wollen Sie heute mitnehmen zu dem Thema Qualitätsmanagement für die Entwicklung einer gesundheitsfördernden und vor allen Dingen nachhaltigen Schulverpflegung. Da liegt heute der Fokus drauf und wollen einmal schauen, welche Punkte dafür alle wichtig sind. Wir werden dabei in drei Schritten vorgehen. Und dabei ist natürlich die große Frage, die immer wieder im Raum steht, wie gelingt es, eine gesundheitsfördernde und nachhaltige Schulverpflegung umzusetzen?
Der DGE-Standard für die Verpflegung in Schulen ist dafür ein erster Schritt und eine gute Grundlage, weil er viele hilfreiche Informationen liefert, aber vor allen Dingen eben auch eine wissenschaftliche Grundlage, wie die Qualität einer Schulverpflegung, einer Außerhausverpflegung für Kinder und Jugendliche aussehen sollte. In der Neuauflage von 2020, die sehr anwendungsbezogen gestaltet ist, ist vor allen Dingen das Thema Nachhaltigkeit immer in allen Kapiteln entlang mitgestaltet worden. Und es geht also in dem gesamten Standard von den Hintergründen, also es wird beschrieben, wie es dazu gekommen ist, zu den ganzen Empfehlungen, die dort drinstehen, bis hin zu den rechtlichen Rahmenbedingungen werden alle wichtigen Aspekte rund um die Schulverpflegung dort zusammengefasst. Und deswegen ist es ein gutes Grundlagenwerk, auf den wir uns auch beziehen. Wollen wir uns vor allen Dingen die Aspekte der Nachhaltigkeit ansehen. Denn die Berücksichtigung dieser Aspekte sind ein großer Schritt hin zu einer gesundheitsfördernden Schulverpflegung. Also der Begriff Gesundheit ist für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Erwachsene nicht immer ganz so sexy. Und bei den jungen Leuten ist vor allen Dingen das Thema Nachhaltigkeit ganz groß geschrieben. Und über diese Tür können wir automatisch auch eine gesundheitsfördernde Schulverpflegung umsetzen. Sie sehen hier diese Abbildung, die Ziele einer nachhaltigen Ernährung. Dort ist die gesundheitsfördernde Ernährung inkludiert. Das wird an dieser Grafik verdeutlicht. Und Nachhaltigkeit bezeichnet eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entsprechen, ohne die Möglichkeit künftiger Generationen zu gefährden. Vom Wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichem Verbraucherschutz wurden dazu vier Ziele für eine nachhaltige Ernährung festgelegt, nämlich Gesundheit, Soziales, Tierwohl und Umwelt. Viele Lebensmittel tragen einen erheblichen Fußabdruck im Hinblick auf Umwelt, Klima, soziale Aspekte und Tierschutz eben bei. Deswegen ist natürlich die Verpflegung da ein ganz wichtiger Punkt. Immerhin ist der Beitrag der Ernährung an Treibhausgasemissionen liegt ungefähr weltweit bei 25-30%. Und ein Großteil dieser Emissionen, auch gemessen in CO2-Äquivalent, ist auf Lebensmittel tierischen Ursprungs zurückzuführen. Und deswegen ist eine gesundheitsfördernde und vor allen Dingen nachhaltige Ernährung nicht nur abwechslungsreich, sondern sie betont vor allem den Verzehr von Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs. Das folgende Schaubild verdeutlicht, was zur Umsetzung einer gesundheitsfördernden und nachhaltigen Verpflegung notwendig ist. Und das ist mehr als nur ein entsprechendes Verpflegungsangebot zu haben. Denn was nützt das tolle Angebot, wenn es von den Gästen nicht akzeptiert wird? Deswegen muss dieses Verpflegungsangebot eingebettet sein in ein Verpflegungskonzept. Das sehen Sie ganz schön an diesem Schaubild, das auch dem Qualitätsstandard entliehen wurde. Das wiederum berücksichtigt zum Beispiel die Gestaltung der Essumgebung sowie die Einbettung der Verpflegung ins Schulprogramm oder eben auch ins Leitbild der Schule und auch die Verbindung vor allen Dingen zu ernährungsbildenden Maßnahmen. Und das gilt natürlich auch für die Umsetzung einer nachhaltigen Verpflegung. Entlang der Prozesskette unter Berücksichtigung der Schritte der Planung, des Einkaufs, der Zubereitung, der Ausgabe und der Entsorgung wollen wir uns jetzt die Nachhaltigkeitsaspekte ansehen. Denn in jedem dieser Prozessschritte gibt es Maßnahmen, die umsetzbar sind. Da sehen Sie jetzt schon die Prozesskette und Sie sehen, dass vorab steht noch die Ausschreibung und natürlich die Leistungsbeschreibung, das lasse ich außen vor, aber es fängt mit der Speisenplanung an. Und die beeinflusst natürlich ganz gezielt die Lebensmittelauswahl oder über die Lebensmittelauswahl die Nachhaltigkeit des Angebots. Und je nachdem, mit welchen Lebensmitteln geplant wird, kann positiv auf die Treibhausgasemissionen eingewirkt werden. So sollte zum Beispiel saisonale Lebensmittel bevorzugt werden und das vegetarische Gericht in den Fokus gestellt werden. Denn
je häufiger das vegetarische Gericht von den Mensagästen angewählt wird, desto besser ist es für das Klima. Und natürlich ist auch, also wie oft ein Gericht angewählt wird, hängt natürlich immer von der Attraktivität des Gerichtes ab. Und wir beobachten auch, dass die Jugendlichen, Kinder und Jugendliche schon zunehmend auch vegetarische Gerichte anfordern, dass sie aber nicht mehr zufrieden sind mit einem Milchreis, sondern dass sie da auch wirklich ein attraktives Angebot haben möchten. Sicherlich ist das im Detail, wie oft ein vegetarisches Angebot gewünscht ist, auch immer noch standortabhängig. Aber zum Beispiel hat unsere Aktion 2019 zu den Tagen der Schulverpflegung in Niedersachsen gezeigt, die den Fokus auf vegetarisches Essen gelegt hat, dass wir eine wirklich sehr hohe SchülerInnenbeteiligung gehabt haben. Und das zeigt, hat uns gezeigt, dass das Interesse an den Schulen wirklich sehr groß auch daran ist. Und jetzt ist die große Frage, wie sieht es denn hier im Publikum aus? Welche Rolle spielt eine vegetarische Verpflegung bei Ihnen? Dafür möchten wir jetzt einmal eine kleine Umfrage starten. Ja, die ist bereits aktiv. Danke für das Hinleiten und für diesen ersten Teil des Vortrages, Diana Reif. Die Frage ja ganz deutlich, wie oft essen Sie in der Woche vegetarisch? Und da sind die Antwortmöglichkeiten 3 bis 6 Mal, denn ich bin Flexitarierin täglich, ich bin Vegetarierin bzw. Veganerin und dann auch noch 1 bis 2 Mal sehen wir da. Nie, ich esse täglich Fleisch. Aber schon, also so wie sich das gerade andeutet, 3 bis 6 Mal, 75%, 71%. Sie sehen ja auch die Ergebnisse bei sich. Wir können das live mitverfolgen. Frau Reif, jetzt von Lüneburg bis hier zu uns Spich, Troisdorf im Rheinland. Da können wir uns drüber austauschen. Das ist doch schon mal ein schönes Bild, was ja sehr erstrebenswert ist. Jetzt hat sich es bei 59% gerade eingependelt, um die 50%. Ja, das verändert sich natürlich immer, je mehr dort jetzt teilnehmen. Wer noch teilnehmen möchte und bisher noch im Vollbild schaut, da wirklich der Hinweis nochmal auf kleine Ansicht gehen, damit dann Slido auch sichtbar wird. Wobei ich den Eindruck habe, dass da schon alle sehr gut aktiv sind. Ja, Frau Reif, so das, was sich da gerade abzeichnet, was sagen Sie dazu? Ja, ich würde sagen, das ist so ein bisschen der Trend, ne? Auf jeden Fall sehe ich schon, dass auch ein großer Teil auch tatsächlich vegetarisch ist und natürlich der allergrößte Teil Flexitarier, sich als Flexitarier bezeichnet. Aber es ist auch schön zu sehen, dass wirklich der Anteil der Vegetarier oder die nur 1 bis 2 Mal Fleisch essen, auch sehr groß zusammengenommen als Gruppe ist. Und ein kleiner Teil, der eben täglich Fleisch isst. Da ja. Tun alle schon einen großen Beitrag zu einer klimagesunden Ernährung. Ja, wunderbar. Danke für dieses Stimmungsbild und für diese Eindrücke an Sie im Publikum. Und dann haben wir ja immer noch mal so zur Verdeutlichung und zur weiteren Vertiefung auch Filmsequenzen mitgebracht. Und wenn das okay ist für Sie, gucken wir uns den nächsten Film an, Frau Reif. Ich würde sagen, Film ab. Hallo, Roland. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin heute frischen Salat. Der sieht ja klasse aus. Toll. Frisch vom Feld. Wo kommen Sie denn jetzt her? Vom heilpädagogischen Bauernhof aus Isenbüttel. Alles klar. Und was ist das für ein Hof? Das ist ein heilpädagogischer Bauernhof. Da leben und arbeiten Menschen mit einer Behinderung. Und was bauen Sie so an? Oder was gibt's alles da? Mögliche an Gemüse, Freilandgemüse, Obst. Wir haben Schweinehaltung, mobilen Hühnerstall, Pferdepension. Und der Salat ist jetzt von heute Morgen sozusagen vom Feld. Der hat noch gelebt. Der sieht ja auch total frisch aus. Darf ich mal gucken? Ja. Das sieht ja super aus. Man sieht es an der Unterseite, dass ein ganz weißer Schnitt ist. Da ist nichts braun hier dran, das ist ganz frisch geschnitten. Begeisterung über den frischen Salat, das ist doch schön. Das holt uns doch voll ab. Ja,
Ich denke auch, da haben wir ein Beispiel gesehen, das natürlich nicht übertragbar ist auf alle Teile und auf die gesamte Schulverpflegung schon speziell. Aber der verdeutlicht auf jeden Fall, was auch möglich ist mit regionalen Lebensmitteln aus dem Umfeld. Und da lohnt sich das auch mal nachzuforschen, was da im Umland so zu haben ist für die Schulverpflegung. Ja, das macht jetzt schon großen Spaß, das immer so als Vertiefung noch mit drin zu haben, da mit Ihnen mich dann auszutauschen zu. Und jetzt folgen wir Ihnen weiter durch den Vortrag und wir treffen uns dann gleich nochmal wieder. Ja. Ich musste gerade hier die Technik kurz mal bedienen, das war eine Folie zu spät. Da haben Sie jetzt einen Aspekt mit der Filmeinheit zum Thema Einkauf gesehen, denn der Einkauf spielt natürlich neben der Planung eine wesentliche Rolle und hat Einfluss auf die Nachhaltigkeit des Verpflegungsangebotes. Also da haben Sie ein Beispiel gesehen, was ich eben schon sagte, das natürlich nicht übertragbar ist auf das Gros der Schulverpflegung, aber auch wir erleben, dass immer mehr Verpflegungsanbieter tatsächlich auf umliegende Höfe zugreifen und Absprachen haben, dass da ein Teil der Lebensmittel auch herkommen können, die dann in der Schulverpflegung verarbeitet werden. Der Einkauf ist letztendlich der Punkt des Handelns und des Entscheidens, nicht der Planung, sondern tatsächlich des Tuns für saisonale oder ökologische Produkte, für Produkte aus fairem Handel, für Fisch aus bestandserhaltender Fischerei oder auch für Fleisch aus artgerechter Tierhaltung. Und je häufiger diese Aspekte beachtet werden und sich für Lebensmittel nach den genannten Kriterien entschieden wird, desto nachhaltiger ist letztendlich das Angebot. In der Schulverpflegung ist dies aufgrund der Essenspreise, die dort natürlich nur möglich sind, immer auch ein Abwägen. Das ist allen sicherlich bewusst, die sich auch für eine gute Schulverpflegung einsetzen, aber weil gerade die Schulverpflegung neben der Kita-Verpflegung natürlich eine Vorbildfunktion vor allen Dingen für die gelebte Ernährungsbildung hat, lohnt es sich, mit allen Akteuren über Möglichkeiten hin zu mehr Nachhaltigkeit ins Gespräch zu kommen. Das sollte immer möglich sein und zukünftig natürlich auch immer häufiger stattfinden. Wir kommen dann entlang der Prozesskette dann auch schon zur Zubereitung. Und auch hier kann vor allen Dingen über einen effizienten und energiesparenden Einsatz von Küchengeräten Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet werden. Das einigen vielleicht bekannte Projekt Klima- und energieeffiziente Küchen in Schulen, das sogenannte KIKS-Projekt, hat unter anderem Klimagas- und Energieeinsparpotenziale bezogen auf die Küchentechnik und Küchenprozesse am Beispiel von Schulküchen untersucht. Wer da Näheres zu erfahren möchte, der kann in unserer Linkliste, die wir ja auch bereitgestellt haben, Tipps dazu nachlesen. Die sind im KIKS-Leitfaden sozusagen zusammengefasst. Das ist ein ganz spannender Leitfaden, der zum Klima- und energieeffizienten Küchen in Schulen also wirklich viel zu beiträgt. Und wir haben da auch schon die nächste Filmsequenz und die wirft nämlich einen Blick auf den nächsten Punkt in der Prozesskette und nimmt hier einmal die Essenausgabe ins Visier und zeigt mal auf, was eigentlich die Essenausgabe mit der Gestaltung einer nachhaltigen Schulverpflegung zu tun hat. An dieser Stelle würde ich mal den Film abspielen. Also man kann als Mensagast eine ganze Menge machen. Das Allerwichtigste ist, dass man gut kommuniziert. Dass man sich überlegt, habe ich heute viel oder wenig Hunger? Und dass man dann das Mensapersonal fragt, ob man eine kleine oder auch eine große Portion bekommen kann. Oder wenn man zum Beispiel noch nicht weiß, ob man ein Gericht wirklich mag, dass man fragt, ob man auch eine kleine Probierportion bekommen kann. Ja, wow, total viel gelernt. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, bei euch in der Schulmensa zu gucken, wie das da so läuft. Gut, ja. Dachte, der Moderator kommt vielleicht nochmal. die Ausgabe, da haben wir jetzt gesehen, was eigentlich die Essenausgabe mit einer nachhaltigen Schulverpflegung zu tun hat. Natürlich ist die Ausgabe wichtig, weil das der Ort ist, auf dem bestimmt wird, was auf den Tellern landet.
Und dieser Ort, also die Essenausgabe, sollte sich natürlich so gut es geht auch immer noch an den Bedürfnissen der Gäste orientieren und ist daher, und deswegen ist es wichtig, dass diese hier noch Wünsche äußern können, damit eben nicht später alles oder vieles in der Tonne landet. Denn Lebensmittelabfälle sind definitiv nicht nachhaltig. Die Auswahl verschiedener Komponenten für die Gäste oder auch der Einfluss auf die Portionsgrößen sind deswegen hier ganz wichtige Aspekte. Bei unserem Projekt in den vergangenen 2 Jahren, wo wir die Tellerrestemessungen in Schulen durchgeführt haben, meine Kollegin wird Ihnen dazu später noch mal ein bisschen was erläutern, sind aber vor allen Dingen auch diese Gründe genannt worden, weshalb die Schülerinnen und Schüler Tellerreste in die Tonne gegeben haben. Und die Ausgabe wird ganz oft, also kommt ganz oft zu kurz und wird oft nicht beachtet, dass das also wirklich ein ganz zentraler Punkt ist, den man ins Visier nehmen sollte. Ja, und am Schluss der Prozesskette steht die Entsorgung und die Reinigung. Und auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, die Schulverpflegung nachhaltiger zu gestalten. Und da komme ich nochmal auf die Speisereste zurück. Die Auswertung von Speisenrückläufen ist da ein erster Schritt und kann Aufschluss geben über Möglichkeiten zur Reduzierung von Abfällen. Also das heißt, wenn man feststellt, welche Komponenten werden eigentlich hauptsächlich zurückgegeben und vielleicht auch nochmal zu schauen und selber zu eruieren, woran könnte das liegen? Ist das Essen verkocht? Ist es zu lange warm gehalten? War die Soße mit anderen Komponenten vermischt und haben die Schülerinnen das deswegen nicht gegessen? Also da kann man eventuell zusammen mit einer Umfrage oder mit einer Feedback-Methode in der Mensa auf jeden Fall Aufschluss bekommen und auch dann nachhaltiger handeln. Und wirklich unvermeidbare Abfälle sollten dann für die Energiegewinnung zum Beispiel in Biogasanlagen genutzt werden. Und natürlich nicht zuletzt ist auch durch die Nutzung umweltverträglicher Reinigungsmittel und auch dem sparsamen Umgang damit ein Beitrag zur Nachhaltigkeit gewährleistet. Die Prozesskette haben wir uns jetzt angeguckt. Und ich habe vor ein paar Folien voraus schon erwähnt, dass nicht nur das Angebot entscheidend ist für eine gelingende Umsetzung, sondern eben auch noch viele andere Aspekte. Und ein wichtiges Kriterium für die Akzeptanz der Gäste ist die Einbettung einer gesundheitsfördernden und nachhaltigen Schulverpflegung ins Schulprofil, ins Schulprogramm und die Verknüpfung mit den ernährungsbildenden Maßnahmen in der Schule. Und deshalb sollte die Mensa niemals getrennt betrachtet werden von der Ernährungsbildung, sondern vielmehr ist die Mensa oder sollte die Mensa als gelebter Ort der Ernährungs- und Umweltbildung angesehen werden und vor allen Dingen auch genutzt werden. In der Mensa ist eigentlich ein ganz, ganz großes Potenzial, dass das, was im Unterricht gesagt wird, eben auch direkt erfahrbar gemacht wird. Deswegen kommen wir jetzt mit unserem zweiten Punkt auf die Projekte und Materialien, die Schulen unterstützen können, die meine Kollegin Frau Jonas jetzt vorstellen wird. Anteil von welcher Lebensmittelgruppe eigentlich ist an dem, was wir wegschmeißen. Zum Beispiel am meisten Abfälle sind Obst und Gemüse. Dann noch ein großer Batzen sind Brot und Backwaren. Hier gibt es noch eine zweite spannende Grafik, da kann man mal sehen, wie viele Ressourcen in die Produktion von so einem Lebensmittel fließen. Mhm. Also wenn man zum Beispiel 1 Kilo Tomaten produzieren will, braucht man 214 Liter Wasser dafür. Bei Käse ist es noch viel krasser. Für 1 Kilo Käse braucht man 5000 Liter Wasser.
Ja, das ist wirklich nochmal wichtig zum Bewusstmachen und danke Frau Reif für diesen ersten Part schon mal. Jetzt haben Sie ja selber schon als Co-Moderatorin sozusagen die Kollegin anmoderiert. Wir machen jetzt diesen Wechsel und ich kann Ihnen nochmal sagen, ich habe mich natürlich eben bereit gehalten, hatte aber auch den Eindruck, so wie Sie in den Film reingegangen sind, das ist total rund. Sie können dann direkt mit Ihrem Vortrag weitermachen. Das passt alles wunderbar und hat sich so eingegroovt. Und jetzt haben wir Antje Jonas wieder mit im Bild, die ja bisher auch schon folgen konnte und dann jetzt eben darauf ansetzt und anknüpft an das Vorhergesagte. Und auch wir sind dann gleich nochmal im Kontakt. Ich bin dann auch gerne für Sie da, wenn es um die Frage geht, um Slido, dass wir dann auch da gemeinsam uns nochmal so austauschen können. Bis gleich. Ja, vielen Dank für die Überleitung und die Filmeinblendung. Ich erkläre jetzt noch einmal kurz den Rahmen zu dieser Online-Lerneinheit, zu der Sie ja einige Eindrücke schon sehen konnten und auch schon einige Erläuterungen. Diese Online-Lerneinheit ist im Rahmen eines Inform-Projektes entstanden und ein Teil eines größeren Projektes, wo es um das Thema Lebensmittelwertschätzung in der Schulmensa geht. Wir haben diese Online-Lerneinheit in drei Teilen konzipiert, die insgesamt einen Film dann von 30 Minuten stellen und mit Lernmaterialien noch unterfüttert sind. Ein Teil dieser Lernmaterialien haben Sie eben gerade auch gesehen, die sind von Zu gut für die Tonne. Da sind sehr viele Fakten und Daten mit eingeflossen. Der Film richtet sich an Schülerinnen der 7. bis 9. Klasse, war so unser Bestreben. Und wir haben eben drei Themenschwerpunkte. Film 1 hat das Thema Lebensmitteln einen Wert geben. Da geht es um erstmal Zahlen und Fakten und Wissensvermittlung. Es geht wesentlich auch um das Mindesthaltbarkeitsdatum und wie man mit Foodsharing auch Lebensmittel vor dem Wegwerfen retten kann. Im zweiten Film geht es um das Thema Lebensmittelwertschätzung direkt in der Schulmensa. Da haben wir vorhin auch schon eine Sequenz mit dem Koch Herrn Gerhard aus der Schule in Sassenburg, der Gesamtschule in Sassenburg gesehen. Die Moderatorin spricht eben mit verschiedenen Akteurinnen jeweils in ihrem Umfeld und begleitet halt so das Thema, sodass die Schülerinnen einen lebendigen Eindruck bekommen. Es geht hier in dem Film um regionale Lebensmittel, wie wir gesehen hatten, um auch Resteverwertung in der Großküche. Da ist ein sehr schönes Beispiel, wo Herr Gerhard einen Kürbis zubereitet, ganz frisch, und die Kerne aus dem Kürbis dann dort sogar in seiner eigenen Küche noch trocknet, um sie dann als Salatbeigabe zu reichen. Also nichts wird da weggeschmissen, was sich noch verwerten lässt. In dem dritten Film geht es um Lebensmittelwertschätzung zu Hause. Und dann lernen die Schülerinnen und Schüler, wie sie zum Beispiel im Kühlschrank Lebensmittel richtig lagern, sodass sie lange halten. Und lernen auch, wie sie selber Reste verwerten können. Das war also die Online-Lerneinheit, die zusammen mit einer Tellerriste-Messung im letzten Jahr entstanden ist. Zu der erkläre ich auch gleich noch etwas. Ein weiteres Inform-Projekt, was mit Bundesmitteln gefördert ist, ist die Schul-AG Klimagesunde Mensa. Das ist jetzt das Projekt, was ich aktuell bearbeite. Dazu komme ich gleich aber noch etwas ausführlicher. Und wie Frau Reif auch schon angedeutet hat, gibt es noch ein Projekt in der Vernetzungsstelle, das Thema Prima Klima in der Mensa. Das ist eine vegetarische Woche, die wirklich sehr gut angekommen ist. 60 Schulen haben sich dort beworben. Dazu erkläre ich auch noch gleich ein paar Details. Kommen wir erstmal zu der Tellerrestemessung. Die gibt es schon. Sicherlich ist sehr bekannt die Möglichkeit, dass man Reste messen kann. Wir haben ein Konzept entwickelt, bei der diese Messung in ein vierwöchiges Programm einbezogen ist. Die startet mit einer intensiveren Vorbereitung im Unterricht. Die sollte auch klassenübergreifend stattfinden, weil ja auch diese Messaktion dann in der Mensa klassenübergreifend stattfindet. Also Ernährungsbildung im Unterricht zur Vorbereitung in der ersten Woche. In der zweiten Woche kommt es dann zur eigentlichen Tellerrestemessung, wo die Schüler hier auf einer Waage sehen können, wie viel Einfluss ihre eigene Portion auf die Gesamtmenge nimmt. Und dann in der Woche 3 und 4 gibt es Gremienarbeit, wo nachgedacht wird, wie man eventuell Veränderungen einleiten kann, sodass weniger Tellerreste anfallen. Und das ist auch das Wichtige.
Hier sehen Sie so einen Eimer von oben, wo ganze Früchte weggeworfen werden. Und auch das Interessante daran, was ist eigentlich der Grund, warum haben die Schülerinnen und Schüler etwas weggeworfen? In dem einen Filmausschnitt haben wir da schon auch gehört, Möglichkeiten der Kommunikation, Portionsgrößen, Probiergrößen, das sind alles Dinge, die man ändern könnte, um eben Reste zu vermeiden. Vielleicht mochte nicht jedes Kind einen Apfel, hat ihn aber auf seinen Teller bekommen oder auf sein Tablett gelegt bekommen. All das könnten ja Gründe sein, an denen sich auch ohne viel Mühe oder Kosten etwas verändern lässt. Es ist auch bei dieser Aktion ein Plakat entstanden in A0, was Schulen abrufen können auf unserer Webseite. Dazu finden Sie den Link auf unserer Linkliste hier auf dem Portal. Kommen wir jetzt zu der Schul-AG Klimagesunde Mensa, unser aktuelles Inform-Projekt. Unser Ziel ist es, Schülerinnen für Umwelt- und Gesundheitsthemen in der Schulverpflegung erst einmal zu sensibilisieren, aber auch zu motivieren, dass sie selbst schauen, was sie in ihrem Umfeld tun können, um für ein besseres Klima zu sorgen. Und in der Schlussfolgerung soll natürlich auch die Akzeptanz in der Schulmensa steigern, wenn auch das Thema kommuniziert wird in die Schulöffnung und auch eine Bereitschaft und Aufmerksamkeit darauf dann erzeugt wird. Unser Angebot im Rahmen der AG ist es, dass wir für 6 Projektschulen einen individuellen AG-Fahrplan ausarbeiten und die Schulen vor Ort begleiten. Wir können da bis zu 4 Besuche vor Ort machen und Termine mit durchführen. Und wir können die Lehrkräfte mit Materialien versorgen, keine eigenen, sondern wir recherchieren dann bestehende gute Materialien, die wir nach Kriterien bewerten und dann eben eine Empfehlungsliste zusammenstellen. Und wir bieten natürlich eine fachliche Beratung während der gesamten AG-Laufzeit und auch insbesondere in der Vorbereitungszeit an. Und wir vernetzen auch mit weiteren Kooperationspartnern aus der Region, die man an das Projekt noch andocken könnte. Hier zum AG-Fahrplan. Ich hatte eben schon erwähnt, dass wir den Schulen einen individuellen Fahrplan erstellen. Individuell deshalb, weil jede Schule vielleicht andere Voraussetzungen hat oder die Schulgruppe, die Schülergruppe andere Wünsche hat, was sie eigentlich umsetzen möchte oder wo man auch beim Wissen andocken kann. Es wird also keinen einheitlichen, für alle gleichlautenden Unterrichtsplan durchgetaktet geben, sondern wie bei BNE-Maßnahmen ja auch das Ziel. Es ist eine offene Veranstaltung, die auch von den Schülern wesentlich mitgestaltet wird und wo die Richtung sich auch an den Schülern entlang orientieren soll. Wir haben 4 Phasen. Es startet also mit der Wissenserweiterung. Dort geht es darum, ja, was ist eigentlich klimagesunde Ernährung und was sind Merkmale, was muss man beachten. Dann kommt es zu einer Analysephase. Da planen wir so etwas wie eine Mensa-Rallye durchzuführen, wo die Schülerinnen dann schauen, was ist eigentlich bei mir in meiner Mensa ganz konkret los? Wo sind Dinge, laufen Dinge ganz gut, aber was könnte man auch verändern? Und in der Veränderungsphase soll eben genau das von den Schülern erfolgen. Sie können wählen, was sie verändern können, was in ihrer Macht auch steht. Und dann eben mit Erwachsenenbegleitung vielleicht den Speisenanbieter einbeziehen, ins Gespräch gehen und Dinge anschieben, die sich ändern lassen. Und das Kleine soll nicht klein bleiben, sondern groß gemacht werden in der letzten Phase, der Phase der Kommunikation. Da geht es dann darum, die Schulöffentlichkeit und die Mitschülerinnen und Lehrer und Eltern zu informieren, was gerade da passiert in der Schulmensa. Denn nichts kann wirken, wenn es nicht von vielen mitgetragen wird. Dieser Teil der Kommunikation wird deswegen, vermute ich, auch den größten Teil von der Zeit einnehmen. Da ja so eine Kommunikationskampagne schulweit dann auch mit sehr viel Planung, Idee und Konzeption zusammenhängt. Und dort sind wir eben auch als Begleitung mit dabei. Komme ich zum letzten Projekt, die Vegetarische Woche, die wirklich von 60 Schulen angefragt wurde. Sehr gute Resonanz auf dieses Projekt. Im Rahmen des Tages der Schulverpflegung im vorletzten Jahr haben wir das durchgeführt und bieten das regelmäßig auch an. Der Clou an der Aktion ist, dass die Schüler Wäscheklammern bekommen, die sie dann, also nur wenn sie das vegetarische Essen gewählt haben natürlich, die sie dann an dieser Informationsschlange, sage ich mal, anpinnen können.
Und dann kann man sehen, wie viele vegetarische Essen am Tag halt gegessen wurden. Sie haben also eine Motivation dadurch. Die Schule erhält halt dieses laminierte Infobanner, die Wäscheklammern, einen Elternbrief und eine Urkunde fürs Teilnehmen. Ja, noch ein Satz zu unterstützenden Materialien. Es gibt ja eine Hülle und Fülle von guten Informationen und Materialien. Da will ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Wir haben eine Linkliste, die wir schon erwähnt haben. Da können Sie noch Anregungen nachlesen. So, und dann komme ich, ist mein Teil jetzt zu Ende und ich gebe das Wort weiter an die Frau Reif. Und zur Überleitung bin ich auch noch mal da. Vielen Dank schon mal, Antje Jonas. Ja, machen wir doch, ne? Den persönlichen Kontakt. Danke fürs da mit konkret reinnehmen in diese Projekte. Das ist ja wirklich spannend zu sehen, was dann auch durch Inform ausgelöst wird, unterstützt wurde und dann auch in nächste Phasen reingeht. Und genau, dann hat ja auch die Überleitung von Ihrer Seite schon wieder funktioniert. Sie bleiben aber mit am Start, weil wir am Ende auch nochmal die Möglichkeit haben, also wir können Sie dann am Ende nochmal mit zuschalten, Frau Jonas, dann auch für Fragen, die natürlich reingegeben werden können, dass dann auch das Duo gemeinsam darauf antworten kann. Für den Moment schon mal vielen Dank und bis gleich dann, Frau Jonas. Und dann jetzt wieder im Fokus Diana Reif und wir setzen ja weiter fort mit dem Vortrag von Seiten der Vernetzungsstelle Schulverpflegung Niedersachsen. Ja, und da bin ich wieder und wir haben uns jetzt ja die ersten beiden Punkte angeguckt. Wie gelingt eine gesundheitsfördernde und nachhaltige Schulverpflegung? Welche Projekte, Materialien können unterstützen? Es gibt natürlich bundesweit noch wesentlich mehr Materialien. Wir haben uns jetzt hier tatsächlich auf Niedersachsen und auf das ganz Aktuelle fokussiert. Und jetzt kommt eigentlich der spannende Punkt, wie werden Veränderungsprozesse angestoßen, in Gang gesetzt. Das ist ja erstmal vom Gedanken her, kennen Sie das alle, wir wollen immer alle viel verändern und da laufen die Gedanken manchmal dem Tun auch vorweg. Jetzt war ich zu früh. Wir haben deswegen, bevor ich da mal vertiefend drauf einsteige, eine Umfrage, die ich gerne an dieser Stelle starten möchte und zu der ich eigentlich gar nicht viel sagen möchte. Die wird uns zu dem Thema Veränderungsprozesse auf jeden Fall noch viel Aufschluss geben. Ja, ich kann jetzt schon sehen, dass es in eine Richtung geht. Gut, dann können wir eigentlich mit dem Ergebnis schon arbeiten. Ne? Also das ist schön zu sehen. Die meisten von Ihnen sind aufgeschlossen, wenn es darum geht, neue Lebensmittel kennenzulernen. Und das freut mich natürlich besonders, weil das ist natürlich wichtig und die Welt der Lebensmittel entwickelt sich ja auch immer weiter und wir haben neue Möglichkeiten. Und Sie haben auch neue Möglichkeiten, das Ganze jetzt auszuprobieren und ab sofort ein neues Lebensmittel mit auf Ihren Speiseplan zu nehmen. Die Mehlwürmer sind nämlich zum Verzehr freigegeben seit dem 4. Mai 2021. Und
Das kann eine Perspektive sein, nicht vielleicht ganz konkret für die Schulverpflegung, aber ich leite damit gleich zur nächsten Frage über. Würden Sie Mehlwürmer jetzt auch verzehren wollen? Auch da kann ich jetzt schon einen Trend erkennen. Gut. Ich glaube, damit können wir die Umfrage da auch jetzt in die Auswertung nehmen. Das war natürlich, wie wir erwartet haben, die Skepsis gegenüber Mehlwürmern ist natürlich noch größer als die Lust, diese jetzt sofort zu essen. Das ist ein komplett neues Lebensmittel und für unseren Kulturkreis erstmal unüblich. Und das war eine kleine spaßige Verdeutlichung, dass zwischen dem Wollen und dem tatsächlichen Tun und Umsetzen natürlich oft Welten liegen. Das kommt auch immer noch aufs Detail und auf die Feinheiten an. Und das kennen Sie sicherlich alle auch aus vielen anderen Situationen, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen, dass zwischen dem Wollen und dem Umsetzen, dass das noch ein Unterschied ist. Und daher ist, wenn wir uns Veränderungsprozesse anschauen, wie werden die angestoßen, wie werden die auch durchgeführt, ein systematisches Vorgehen sehr wichtig, um diese auch dauerhaft und nachhaltig dann eben anzustoßen und nicht wieder direkt im Sande verlaufen zu lassen. Diese Grafik verdeutlicht ein Vorgehen, ein systematisches Vorgehen, wie man mit dem Anstoßen von Veränderungsprozessen und praktisch mit dem kontinuierlichen Bearbeiten umgehen sollte. Und am Anfang ist da vor allen Dingen eine Ist-Analyse. Das heißt, man schaut, wo steht man mit der Schulverpflegung gerade aktuell und auch, wo möchte man eigentlich hin. Das ist also, diese Analyse ist ganz wichtig, sich da auch wirklich Zeit für zu nehmen und sich wirklich zu überlegen, wo will man mit der Schulverpflegung hin. Der DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Schulen bietet da auch eine Unterstützung. Dort sind Checklisten aufgeführt, die anhand derer man letztendlich alle Aspekte des Verpflegungsangebotes prüfen kann und zwar auch immer wieder abprüfen kann, aber auch die Nachhaltigkeitsaspekte. Das hier ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Also damit kann man zum Beispiel abprüfen, wie es mit dem vegetarischen oder dem saisonalen Angebot bestellt ist. Aber da werden, ich habe jetzt hier einfach in Kürze der Zeit nicht alle Aspekte da rausgesucht, aber die Checkliste beinhaltet also noch mehr Punkte auch zum Thema Nachhaltigkeit. Wenn wir uns dann diese Grafik weiter angucken, dann kommen wir nach der Analyse letztendlich zum Planen. Und der Plan bedeutet, welche Maßnahmen, also wenn wir festgestellt haben, wo soll es eigentlich hingehen mit der Schulverpflegung, dann müssen Maßnahmen geplant werden. Wie erreicht man denn das Ziel? Diese müssen detailliert natürlich auch genannt werden und auch in kleine und größere Maßnahmen vielleicht unterteilt werden, je nachdem, wie weit das Ziel von dem Ist-Zustand auch entfernt ist. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich dem Du, das heißt, etwas umzusetzen. Die Maßnahmen werden peu à peu angegangen und auch umgesetzt. Und da bei dem Plan nochmal einen Schritt zurück, ist es natürlich auch wichtig zu gucken, wen brauchen wir dafür.
brauchen wir jemanden von extern, wer kann uns behilflich sein? Also alles gehört mit dazu, um zu gucken, wie können Maßnahmen umgesetzt werden. Nach der Umsetzung, nach dem Du, erfolgt letztendlich der Check, ob diese Maßnahme auch erfolgreich umgesetzt worden ist. Der ist auch ganz wichtig, um zu gucken, was funktioniert jetzt auch, und aber auch, um dann zu schauen, warum konnten bestimmte Sachen noch nicht umgesetzt werden. Also das auch wirklich nochmal zu analysieren. Die Zielkontrolle als Act bezeichnet, da geht es auch nochmal darum zu gucken, ob das Ziel erreicht worden ist, das man in der Analyse eben auch schon aufgeführt hat, und ob die Maßnahme, mit derer das Ziel oder die Ziele erreicht sind, vielleicht noch verbessert werden kann. Und an dieser Stelle geht der Kreis von vorne los. Das heißt, die Analyse fängt wieder an. Wir gucken, wo stehen wir mit der Schulverpflegung und wo wollen wir noch hin. Die Schulverpflegung ist etwas, was sich kontinuierlich weiterentwickelt. Die ist niemals fertig, wie alles an Schule letztendlich. Schule ist ja ein Ort, der sich weiterentwickelt, und die Schulverpflegung ist da nicht ausgenommen. Ja. Und letztendlich gibt es, um die Veränderungsprozesse anzustoßen, eine Voraussetzung. Die Voraussetzung ist vor allen Dingen ein vorliegendes Verpflegungskonzept. Das letztendlich da liegt, was sind die schulspezifischen Ansprüche an die Verpflegung unter Berücksichtigung der örtlichen Strukturen. Es ist natürlich oder vermutlich nicht an allen Schulen dasselbe möglich, sondern die Strukturen, die vielleicht auch nicht veränderbar sind oder auch nicht in Kürze der Zeit veränderbar sind, müssen da immer mit berücksichtigt werden. Und in diesem Verpflegungskonzept ist alles beschrieben, von der Organisation über die Pausenregelung bis zur Teilhabe der Schülerinnen und Schüler. Da sollte wirklich alles festgeschrieben werden. Und dann ist natürlich noch eine wichtige Voraussetzung, dass auch alle Akteure, die dafür verantwortlich sind, eine gute Schulverpflegung umzusetzen, also von der Schulleitung über den Schulträger bis zum Verpflegungsanbieter, aber auch Elternvertreter und Schülervertreter, dass die mit beteiligt sind und in Form eines Arbeitskreises oder eines Mensa-Ausschusses zusammenkommen und dort eben die Schulverpflegung vielleicht mit dem 5-Schritte-Modell, das wir eben gesehen haben, kontinuierlich weiterentwickeln. Dieses systematische Vorgehen, das ist auch uns als Vernetzungsstelle, können wir das immer wieder beobachten, dass nur wenn das wirklich so systematisch angegangen wird, dass dann eine dauerhafte Veränderung und Verbesserung der Schulverpflegung eben auch erfolgreich ist. Wir hier in Niedersachsen unterstützen natürlich mit unserem Angebot sowohl die Schulen als auch die Träger und die Verpflegungsanbieter auch bei diesen Prozessen. Und auch in allen anderen Bundesländern können Sie sich an Ihre Vernetzungsstellen wenden, die Ihnen dabei auch gerne behilflich sind. Es gibt auch in einigen Bundesländern Angebote, die ein Coaching anbieten. Und also gehen Sie einfach mal da auf die Internetseite und schauen sich das Angebot vor Ort an. Damit sind wir am Ende angekommen unseres Vortrages. Ja, danke für den Hinweis darauf. Dann kann ich ja wieder dazugeschaltet werden, wie man es gerade sieht. Diana Reif, Leiterin Vernetzungsstelle Schulverpflegung Niedersachsen. Und weil das ja ein Teamwork ist, nehmen wir dann auch gerne direkt mit ins Bild Antje Jonas und machen jetzt die Runde ja auch auf für Fragen, nachdem alle jetzt gelauscht haben und sich vielleicht Notizen gemacht haben. Also dafür auch gerne wieder
Slido oder bitte Slido nutzen. Das ist unser ausgewähltes Tool. Und Fragen reingeben ins Studio, die ich dann weiterleiten kann an unsere beiden Referentinnen, an unsere beiden Expertinnen, beide ja Ernährungswissenschaftlerinnen, wie wir auch mitbekommen haben. Ich lege schon mal los mit einer ersten Frage. Frau Reif, wir haben jetzt da so diesen Kreislauf ja kennengelernt. Analyseplan, Do, Check, Act. Aus der Erfahrung heraus, was können Sie da sagen? Wie lange dauert so ein Qualitätsentwicklungsprozess dann auch generell an einer Schule? Also der kann sicher, also es ist, zeigt immer wieder, dass Schulen da sehr ungeduldig sind und dass sie ja auch oft recht spät kommen. Also so der Wechsel des Verpflegungsanbieters steht bevor und man kann sagen, es dauert meistens immer länger, als sich das die Beteiligten denken. Also ein Jahr bis zwei Jahre, je nachdem, wie gut so Veränderungsprozesse in dem System Schule auch schon installiert sind, also das Umgehen damit. Aber ein bis zwei Jahre ist sicherlich ein guter Maßstab. Kleinigkeiten können auch natürlich manchmal sofort verändert werden. Danke für diese Zahl, die Sie rübergegeben haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass da so eine Erfahrung schon vorliegt. Ist auch immer so ein bisschen tricky, nach der Dauer zu fragen. Jetzt da nochmal so ein bisschen anknüpfend, Frau Reif. Wenn es dann losgehen soll, wir haben das ja gerade schon mitbekommen, es geht natürlich erstmal los mit der Analyse, aber oftmals braucht man ja irgendwie so einen Impuls im wahrsten Sinne des Wortes, um loszulegen. Was sind das für Maßnahmen, die Sie Schulen da raten, um in die Umsetzung reinzukommen und das Thema auch anzupacken? Ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt ganz richtig verstanden habe, aber es geht ja darum, dass Schulen letztendlich in der Regel aus sich selbst heraus das Bedürfnis haben sollten, die Verpflegung an ihrer Schule zu optimieren. Wenn das Bedürfnis da nicht ist, dann ist es natürlich schwierig. Und ich glaube, die Impulse entstehen eigentlich dann aus den Beteiligten in Schule. Also das kann natürlich aus der Schülerschaft auch geschehen, die da sehr engagiert manchmal sind. Auch das habe ich schon erlebt, dass es da eine engagierte Schülerschaft gab, auf deren Ideen zum Beispiel so ein Schulkiosk komplett umstrukturiert worden ist und auf einmal ein gutes, nachhaltiges und gesundes Angebot angeboten haben. Und die Impulse können natürlich auch oftmals daher kommen, dass die Schulverpflegung, also dass der Verpflegungsanbieter auf einmal sagt, oh, die Zahlen sind so schlecht, mir brechen hier die Essen weg und ich kann den Standort hier nicht mehr halten. Und dann fangen die Schulen an zu reagieren und ein neues Angebot irgendwie zu entwickeln. Ja, berechtigte Nachfrage auch von Ihnen. Sie sind jetzt mal reingegangen, haben geantwortet. Macht auch definitiv Sinn. Tatsächlich konkretisiere ich es noch mal ein bisschen, damit wir da auch im Dialog bleiben. Also wenn es dann tatsächlich um das, wir nennen es ja so, klimagesunde Essen geht, welche Maßnahmen raten Sie dann Schulen zuerst umzusetzen, um da wirklich auch draufzusteigen sozusagen und das Thema zu verfolgen? Klimagesundes Mensa, klimagesunde Mensa, klimagesundes Schulessen, da ist es natürlich immer ein guter Einstieg. Das haben wir ja gesehen mit den Tagen der Schulverpflegung 2019 in Niedersachsen, dass das scheinbar ein sehr, sehr einfaches Tool gewesen ist, ohne großen Aufwand, um einfach die Schülerinnen und Schüler für dieses Thema zu sensibilisieren. Das ist diesen Fokus auf das vegetarische Essen mit einem kleinen Anreiz zu wählen, wo die gesamte Schulgemeinschaft gucken kann, Mensch, wir haben eine Woche lang hier richtig viel fürs Klima getan, indem wir so oft wie es geht eben mal ein vegetarisches Menü gegessen haben. Das erscheint mir als eine sehr, sehr gut umsetzbare und einfache Variante zu sein.
Danke für diesen Impuls auch und für diese ja angeratene Maßnahme. Ich merke natürlich auch persönlich, wie das ganze Thema auf mich wirkt. Ich bin eben von meiner Mutter gefragt worden, weil ich am Sonntag zum Essen kommen darf, was sie denn kochen sollte oder kochen darf. Und wirklich, also ich kann die WhatsApp nachher auch zeigen, der erste Impuls war auf jeden Fall etwas mit viel Gemüse. Ich werde es nachher noch ein bisschen konkretisieren. Vielleicht gibt es auch noch eine kleine Beilage. Aber so kommt das natürlich auch bei mir in der Moderatorenposition irgendwie sehr gut und positiv an. Also indem auch einfach Angebote geschaffen werden, die ich ja jetzt hier in großer Vielzahl kennenlerne. Und ja, darüber hinaus man einfach Möglichkeiten bekommt, auch mal was auszuprobieren, ne, was in die gesunde Richtung geht. Jetzt komme ich mit einer Frage durch zu Ihnen, Frau Jonas. Die kommt hier aus dem Chat. Generell haben Schulen aus Ihrer Beobachtung überhaupt schon Verpflegungskonzepte so in der breiteren Masse oder ist das noch relatives Neuland? Da würde ich jetzt sagen, stecke ich nicht so tief drin wie Frau Reif. Ich würde sagen, die wenigeren Schulen haben diese Verpflegungskonzepte. Es gibt auch ein Informprojekt, bei dem allerdings für die Kita Bausteine entwickelt wurden, die dann Kitas nehmen können, um sich ein Konzept ein bisschen individuell visiert natürlich dann anzupassen für sich, um es ihnen leichter zu machen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Diana, vielleicht sagst du dann noch mal ergänzend etwas dazu aus deiner Erfahrung. Ja, es ist tatsächlich so, also es gibt Schulen, die sehr, sehr engagiert sind und die sehr viel zu dem, für das Thema Verpflegung auch machen. Es gibt da natürlich immer den großen Spagat, dass die Schulen da natürlich nicht immer ganz autark agieren können, wenn es um die Schulverpflegung geht, sondern da gibt es den Schulträger, der natürlich oft in der Regel die Verträge mit dem Verpflegungsanbieter hat. Und je nachdem, wie gut die Kommunikation auch zwischen Träger und Schule funktioniert, kann da gemeinschaftlich eine gute Schulverpflegung umgesetzt werden. Deswegen scheuen sich vielleicht Schulen auch da manchmal ein Verpflegungskonzept zu entwickeln, weil sie nicht glauben, einen Einfluss darauf haben zu können. Mhm. Und dass dem nicht so ist, da muss einfach noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Ja, das wird deutlich. Da müssen dann auch die Impulse auch an alle Beteiligten gehen, ne? Damit es dann auch ein Zusammenspiel ist und man nicht die ganze Zeit nur über Hürden springen muss, was das Thema angeht, ne? Dass einem da Steine in den Weg gelegt werden. Ja, da kann ja Inform auch weiter sehr viel auslösen, indem spannende, sinnvolle Projekte da auch unterstützt werden. Jetzt nochmal wahrscheinlich abschließend, ich warte immer noch so ein bisschen, ob Fragen noch reinkommen, aber wahrscheinlich abschließend jetzt nochmal an Sie, Frau Jonas, die Frage, wie bewusst aus Ihrer Beobachtung heraus sind denn eigentlich den Akteurinnen so generell die Klimaeffekte unserer Ernährung, also wenn Sie dann auch da in Projekten mit zu tun haben? Im Bereich des Schul-AG-Projektes ist die Sensibilisierung bei den Lehrkräften sehr groß. Und ich glaube, dass das Bewusstsein in der Lehrerschaft auch sehr groß ist und deswegen auch die Resonanz sehr groß an den Schulen ist, sich solchen Projekten zu widmen, sofern das ihre Kapazitäten, ihre Ressourcen ermöglichen. Denn die Lehrer müssen natürlich auch ihren ganz generellen Bildungsauftrag gerecht werden und haben da ihr Curriculum. Und wir kommen ja jetzt mit einer zusätzlichen Sache. Aber ich sehe das so, dass die Zeit einfach reif ist für so einen Kulturwandel, der in kleinen Schritten sich vollziehen kann. Und dass wir genau zum richtigen Zeitpunkt mit so einem Angebot kommen, dass es gut ankommen wird und sich dann auch etablieren wird, wenn es dann als fertiges, entwickeltes Projekt in den Details dann auch ausgearbeitet vorliegt. Ja, die Zeit ist definitiv reif, an die gesunde Ernährung, an das Thema mehr Bewegung dran zu gehen, weil wir kennen eben auch die positiven Effekte. Und das ist natürlich jetzt ein Elfmeter für einen Moderator. Wenn Sie von der Zeit, die reif ist, sprechen, sage ich jetzt auf jeden Fall nochmal vielen Dank an Diana Reif, die Leiterin Vernetzungsstelle Schulverpflegung Niedersachsen, hier bei uns im Studio zugeschaltet. Und auch mit dabei die Inform-Projekt-Mitarbeiterin, die Antje Jonas, ebenfalls Vernetzungsstelle Schulverpflegung
Richtung Niedersachsen. Wir haben ja unter anderem das Projekt Klimagesunde oder klimaneutrale Mensa kennengelernt. Vielen Dank fürs Mitreinnehmen. Danke für Ihre wertvolle und nachhaltige Arbeit, auf dass sie noch nachhaltiger wird, indem da sich in dem Bereich noch viel tun kann. Und da haben wir natürlich jetzt heute mit Ihnen gemeinsam eine wichtige Grundlage gelegt. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Und schöne Pfingsten. Jo, das kommt doch nochmal gut an. Schöne Pfingsten wurde da noch mit auf den Weg gegeben. Und wir machen um 13 Uhr weiter im Programm. Dann kommen wir zum finalen Programmpunkt von Inform Digital und lernen dann unser cleveres Esszimmer kennen. Das ist eine Leuchtturminitiative zur Verbesserung der Verpflegungssituation in Schulen. Jetzt geht es für alle Beteiligten, kann man schon sagen, in einer Art und Weise ins Esszimmer, denn wir haben eine Pause bis 13 Uhr und wir runden diesen Programmpunkt gerade von der Vernetzungsstelle Schulverpflegung Niedersachsen jetzt nochmal ab mit einem kompletteren Film, wo die einzelnen Elemente nochmal integriert sind. Können Sie sich gern nochmal inspirieren lassen abschließend und das Ganze dann auch mitnehmen in die Mittagspause. Bis gleich, Film ab. Da bin ich. Ach, hallo Sarah, na, hast du es gut gefunden? Ja, total, aber mir graut es schon so ein bisschen jetzt vor dem Schulmensa-Essen. Also ich habe da so gar keine guten Erinnerungen dran. Also heute brauchst du dir überhaupt keine Sorgen zu machen. Okay. Denn hier an der IGS Sassenburg kocht Herr Gerhard von der Frische Küche Gerhard und die machen einfach richtig gutes Mensa-Essen. Die haben schon richtig viele Preise gewonnen. Das ist einfach richtig leckeres Schulmensa-Essen. Und außerdem fallen dabei auch noch total wenig Reste an. Sowohl in der Küche bleibt richtig wenig über und wenn was anfällt, dann verwenden sie das weiter. Und auch bei den Gästen auf den Tellern bleibt echt wenig über. Okay, dann treffe ich den jetzt drin wahrscheinlich, ne? Genau, einfach zum Haupteingang rein. Super, dann gehe ich mal los. Danke. Herzlich willkommen. Ah, Sie müssen Herr Gerhard sein. Ja, hallo, genau. Ja, Sie sind hier der Koch in der richtig. IGS Sassenburg. Super. Und du bist die? Ich bin Sarah. Sehr schön. Genau. Ja, dann gehen wir noch mal in die Küche. Okay, ja, sehr gerne. So, dann gehen wir jetzt mal hinein. Ja, wow, Großküche. Ja, aber erstmal Schutzkleidung anziehen. Schutzkleidung, okay. So, hier hast du erstmal was für die Schuhe. Kleine Mülltüten. Sozusagen. Ja, weil wir arbeiten hier mit Lebensmitteln. Da kannst du nicht mit Straßenschuhen reingehen. Du kriegst auch eine Mütze. Mhm. Bitte die Haare ganz drunter machen. Mhm. Damit die Haare nicht reinkommen, ne, ins Essen. Genau, sonst haben wir ja das Haar in der Suppe. Das wollen wir ja nicht suchen. Es gibt natürlich auch noch einen Kittel dazu. Ah, wie beim OP-Saal. Genau. Wir operieren jetzt das Gemüse, ne? Genau. Hinten schleifen. Ich mache auch ein Schleifchen hinten ja, rein. Ja, sehr gerne. So, jetzt erstmal Hände waschen, bitte. Okay. Mit der Waschlotion erstmal anfangen. Diese hier? Genau. Schön in die Hand rein und dann richtig gut verreiben, auch zwischen den Handflächen. So. Genau, wunderbar. Wichtig auch, dass man keinen Ring trägt bei der Arbeit. Mhm. Dann abspülen und abtrocknen die Hände. Boah, ist auch heiß. Das ist jetzt gekocht. Super. Und danach natürlich die Hände, wenn sie abgetrocknet sind, richtig schön desinfizieren. Genau so, ne? Genau. Ah, so und sauber dann waren kommen wir gleich in die Küche. Super, ich bin bereit. Wunderbar, auf los geht's. Hallo Roland. Morgen. Morgen. Oh. Frischen Salat. Der sieht ja klasse aus. Toll. Frisch vom Feld. Wo kommen Sie denn jetzt her? Vom heilpädagogischen Bauernhof aus Isenbüttel. Alles klar. Und was ist das für ein Hof? Das ist ein heilpädagogischer Bauernhof. Da leben und arbeiten Menschen mit einer Behinderung. Und was bauen Sie so an? Oder was gibt's alles da? Mögliche an Gemüse, Freilandgemüse, Obst. Wir haben Schweinehaltung, mobilen Hühnerstall, Pferdepension. Und der Salat ist jetzt von heute Morgen sozusagen vom Feld. Der hat noch gelebt. Der sieht ja auch total frisch aus. Darf ich mal gucken? Ja. Das sieht ja super aus. Man sieht es an der Unterseite, dass ein ganz weißer Schnitt ist. Da ist nichts braun hier dran, das ist ganz frisch geschnitten. Okay. So. So, wohin?
Boah, es ist ja, wirklich kalt hier. Hier. Oh, die ersten frischen Tomaten hier. Oh. Wunderbar. Und die Radieschen. Oh, ganz lecker. Kannst du gerne probieren? Ja, natürlich. Dafür sind sie da. Frisch vom Hof. Genau. Lecker. Ja, Sie kommen ja eigentlich aus einer ganz anderen Kochbranche und jetzt sind Sie hier in der IGS Sassenburg gelandet. Wie sind Sie denn dazu gekommen eigentlich? Ja, ursprünglich aus der Sternegastronomie, aber das Kochen für Kinder macht mir unheimlich viel Spaß und Kinder sind so direkt und so ehrlich. Das begeistert mich einfach. Ja, und Sie haben ja sogar Preise gewonnen. Ja, wir waren jetzt auch zweimal schon bei Zu gut für die Tonne nominiert für den Bundespreis und uns liegt es eigentlich sehr am Herzen, dass wir wirklich die Lebensmittel und auch alles andere wertschätzen. Also das heißt, Tütensuppe gibt's hier nicht? Nein, gar nicht. Okay, was stattdessen? Ja, wir kochen alles frisch. Wir machen die Kürbissuppe zum Beispiel komplett frisch aus frischem Kürbis. Wir machen Kohlrabi-Suppen, wir machen Spätzle selber. Wir stellen den Ketchup selber her. Das ist natürlich was ganz Tolles, weil unser Ketchup deutlich weniger Zucker hat wie der gekaufte Ketchup. Okay, und jetzt Kürbissuppe haben Sie gesagt. Wie viel ist das denn dann so? Für wie viele Leute kochen Sie denn hier für wie viele Kinder? Ja, also wir kochen hier ca. 600 bis 700 Portionen am Tag. Das heißt, wenn wir die Kürbissuppe haben, dann werden im Durchschnitt so etwa 400 bis 500 Portionen davon gekocht. Das ist schon eine etwas größere Menge, aber es wird alles frisch gekocht. Und da bleiben ja dann die Kerne zum Beispiel übrig. Das sind dann ja die Reste. Verwerten Sie die auch? Ja, natürlich. Die rösten wir und dann kann man sie ganz leicht schälen. Und dann können sie praktisch auf den Salat gestreut werden, die Kürbiskerne. Das heißt, es kommt wirklich einfach nichts weg. Also richtig. Haben Sie noch ein anderes Beispiel vielleicht? Also zum Beispiel beim Kohlrabi. Da kann man die Blätter wunderbar nehmen und praktisch ganz fein schneiden und über einen Salat streuen zum Beispiel. Und wenn jetzt was übrig bleibt nachher, was passiert damit? Ja, das gibt es nochmal am nächsten Tag als Resteessen. Das ist ja deswegen nicht schlechter. Das wird auch gern genommen. Aber dann gibt es ja auch noch das Problem, dass immer so viel liegen gelassen wird von den Schüler und Schülerinnen. Was machen Sie denn damit? Da haben wir einen kleinen Trick. Da achten wir darauf, dass immer nur 4 Kinder an die Ausgabe gehen. Die anderen Kinder müssen weiter hinten warten. Dann haben diese 4 Kinder viel mehr Muße und Zeit und können auch sagen, ich möchte etwas weniger haben oder ich möchte etwas mehr haben. Und die Ausgabekräfte können viel besser auf die Kinder eingehen. Wow, individualisierte Teller. Genau. Also gestern habe ich ja gelernt, dass ganz, ganz viel Obst und Gemüse auch einfach nur deswegen weggeschmissen wird, weil es nicht gut aussieht. Wie ist denn das hier eigentlich? Ja, also wir nehmen zum Beispiel für unser Müsli, was wir selber herstellen mit dem Obstsalat, da nehmen wir grundsätzlich Äpfel zweite Wahl. Nicht, weil sie billiger sind, sondern einfach, weil wir der Meinung sind, auch diese Äpfel müssen verarbeitet werden und dürfen nicht in der Tonne landen. Okay, und die sehen dann einfach nur nicht so gut aus, aber im Müsli sieht man das ja einfach dann nicht, ne? Man sieht es nicht und man schmeckt es auch nicht. Die schmecken genauso gut wie die anderen auch. Okay, also und jetzt vielleicht noch mal so, wie kann ich mir so einen Tag vorstellen? Also wann geht das hier los und was passiert dann? Ja, wir fangen morgens um 6:30 an, dann werden zuerst mal die Brötchen gebacken, der Frühstücksposten wird hergerichtet für die belegten Brötchen, den großen Pausen. Dann wird auch das Mittagessen schon gekocht und wir arbeiten hier insgesamt mit 11 Leuten. Wir haben auch einen Auszubildenden und wir haben auch einen Praktikumsplatz für behinderte Menschen, die hier arbeiten. Okay, und was ist denn jetzt das Coole an dieser Mensa? Ja, das ist an sich das ganzheitliche Konzept, dass wir wirklich hier zum Beispiel auch eine offene Küche haben. Die Kinder können reingucken bei uns, wie wir arbeiten. Wir geben Koch-AGs für die Kinder. Das ist uns ganz wichtig, dass wir auch den Kontakt haben, die Kommunikation haben. Wir sind dabei, jetzt einen Instagram-Account aufzubauen, weil wir wollen einfach auch mit den Kindern kommunizieren. Okay, das heißt also am Ende ist das Allerwichtigste, dass man im Kontakt bleibt und mit den Kindern sehr nah ist. Genau, das ist total wichtig. Okay. Man muss nicht nur Lebensmittel wertschätzen, man muss auch Kinder wertschätzen. Das ist ganz wichtig. Ja, der Vollkornfladen, das ist der absolute Renner bei uns im Kiosk. Das ist ein ganz leckeres Bio-Vollkornbrot. Und das belegen wir mit Tomate, Mozzarella und etwas Balsamico-Crema und das wird dann noch auf den Grill gepackt von einem Kiosk, sodass es also auch frisch und knusprig rausgeht. Die Kinder mögen es sehr gerne. Es ist im Grunde denen egal, ob es Vollkorn oder kein Vollkorn ist. Hauptsache es ist lecker. Das ist für die Kinder das Wichtigste. So, dann bin ich ja jetzt mal gespannt. So, das ist jetzt die schöne Kürbissuppe.
Ja, danke schön und vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Und ich habe einfach auch echt gesehen, wie es in so einer Schulmensa auch mal anders laufen kann. Danke schön dafür. Und Sarah, wie schmeckt's? Sehr, sehr lecker. Und vor allem, wenn ich jetzt weiß, wie das alles gemacht wurde hier und so. Aber ich glaube, schaffen tue ich das nicht. Tja, Tellerreste, das ist leider in der Schulmensa echt ein großes Problem. Lass uns doch mal zusammen überlegen, was man als Gast in der Mensa gegen Tellerreste tun könnte. Lass uns doch mal so eine Aktionsliste aufschreiben. Okay, das könnt ihr doch jetzt auch mal machen. Tut euch zu zweit zusammen und besprecht doch einfach mal, was man gegen Tellerreste in der Mensa so machen kann. Und ich mache das jetzt auch mal. Ich hoffe, ihr habt ein paar Sachen gefunden. Was kann man denn jetzt so machen? Also man kann als Mensagast eine ganze Menge machen. Das Allerwichtigste ist, dass man gut kommuniziert. Dass man sich überlegt, habe ich heute viel oder wenig Hunger? Und dass man dann das Mensapersonal fragt, ob man eine kleine oder auch eine große Portion bekommen kann. Oder wenn man zum Beispiel noch nicht weiß, ob man ein Gericht wirklich mag, dass man fragt, ob man auch eine kleine Probierportion bekommen kann. Ja, wow, total viel gelernt. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, bei euch in der Schulmensa zu gucken, wie das da so läuft. Und ich habe mich gefragt, wie ist es denn eigentlich bei mir zu Hause? Und das machen wir beim nächsten Film.